Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir sind zurück in Österreich, wir sind im Jahr 1837 und ein Blick auf die Zahl der Radikalen im Land, der macht einen schon ein bisschen Angst. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal betonen, natürlich bin ich mir bewusst, dass man als rationaler Spieler jetzt alles daran setzen würde, dieses eine Gesetz zu ändern, die nationale Überlegenheit in Richtung Rassentrennung zum Beispiel, indem man die Intellektuellen stärkt und in die Regierung holt. Da könnte man ja die Sache, das Problem lösen. Aber ihr wisst, das ist so ein rollenspielerischer, historischer Ansatz. Das will ich nicht, sondern ich will es ein bisschen aufs Äußerste treiben und mal schauen, wie weit wir kommen mit unserer sehr konservativen Politik. Das Ganze ist im Übrigen natürlich ein Experiment. Ich weiß nicht, wo das hinführen wird. Ich habe das auch noch nicht probiert. Sowas kann auch immer schiefgehen und scheitern. Schauen wir mal, wie sich das entwickeln wird. Aber wir können zumindest eine Sache machen, nämlich hier mal ein bisschen härter dagegen angehen. Thema Amt für Inneres. Thema Geheimpolizei. Das ist eigentlich das, was wir jetzt hier einführen müssten. Leider ist die Chance dafür jetzt auch nicht so großartig. 9%. Ja, weil es nur die Streitkräfte sind, die das billigen. Das ist ein bisschen schade. Die Nationalgarde auch nur durch die Streitkräfte. Okay, es gibt noch die Kleinbürger, die das gut finden. Die Frage ist, ob es sinnvoll ist jetzt dafür. Ich meine, das sind auch nur 3%. Ob es für jetzt 3% mehr, nee, da lohnt sich keine Regierungsumbildung. Aber wir müssen es probieren. Ja, also das ist jetzt das einzige Gesetz, was wir jetzt hier wirklich gebrauchen können. Nämlich minus 10% Protestbewegungsradikalität und minus 10% Fortschrittstempo von Revolution und Sezession. Das sind genau die Themen, die uns hier helfen. Also ich, ja, unsere erste Gesetzesinitiative wird hier erlassen und wir sehen immerhin Blockade 0%, debattieren 70%, das ist natürlich richtig doof, vorankommen liegt bei 20%. Gucken mal, wie sich das entwickeln wird. Soweit dazu. Dann hatte ich gesagt, dass ich ja hier für Forschung mich entscheiden möchte und ich denke, wir sollten wirklich mal im Bereich Militär weitermachen, weil Kriege können kommen. Und darauf sollten wir natürlich vorbereitet sein. Und ein wirklich wichtiger Aspekt sind hier die Plänkler-Infanterie, die wir über die Generalstäbe bekommen. Ja, wir brauchen 27 Monate. Das sollten wir in Auftrag geben. In diesem Zusammenhang möchte ich nochmal erwähnen, dass es offenbar mit den letzten Patches Veränderungen gegeben hat, was hier Preußen betrifft. Ein bisschen zum Besseren, denn sie sind immer noch nicht auf dem Trip, das Land zu vereinen. Konservative Agenda, Gleichgewicht der Macht. Also das scheint alles ein bisschen verzögert zu sein, was ich gut finde. Insofern ist eigentlich die Rivalität, die wir mit Preußen haben, im Moment überhaupt nicht begründet, um ehrlich zu sein. Es ist halt die Frage, ob wir die Rivalität möglicherweise... Das Problem ist, sie gibt uns 400, die brauchen wir jetzt. Ich meine, was wir machen könnten, ist eine... Also eigentlich müsste man die Rivalität mit Preußen aufheben, weil im Moment ist Preußen so, wie wir uns Preußen wünschen, nämlich saturiert, konservativ und bekämpft genauso wie wir die liberalen Kräfte. Es gibt eigentlich gar keinen Grund für diese Rivalität. Ja, okay, also was können wir tun? Wir können definitiv hier eine Rivalität starten, aber das geht nur, wenn wir jetzt hier die Beziehung, glaube ich, reduzieren, ja. Oder? Wir können das nicht. Okay, mindestens eine der folgenden Bedingungen ist erfüllt. Sardinien-Piemont muss Groß- oder Mittelmacht sein. Gut, wir können also sowieso gar keine Rivalität mit denen haben. Okay, wir brauchen einen Ersatzrivalen. Da würden mir noch die Osmanen einfallen, aber nur so aus Prinzip, ohne dass wir dafür da jetzt irgendwelche konkreten Aktionen starten. Bringt uns allerdings auch nur 200 Einfluss. Gut, andererseits, es ist so, dass wir mit Bayern und mit dem Kirchenstaat jetzt auch gleich schon fast auf Maximum sind. Ich würde mal sagen, wir machen das Folgendes. Wir warten das einfach nochmal ab, bis das erfolgt ist. Dann bekommen wir Diplomatiepunkte zurück und dann machen wir diesen Tausch. Weil... Also jetzt müssen wir auch hier ein bisschen rollenspielerisch agieren. Dieses Preußen ist unser Freund eigentlich. Auch wenn sie eine feindselige Haltung haben.
Aber wer weiß, vielleicht entwickelt sich Preußen ja ganz anders. Vielleicht wollen sie gar nicht Deutschland vereinigen. Wir wissen es nicht. Also, beobachten wir das ein bisschen und handeln entsprechend. Gut, wir haben enorm viel Bürokratie hinzugewonnen durch die Umstellung. Deswegen können wir jetzt eine Sache durchziehen, die ich schon immer wollte, nämlich hier die Institution noch stärken. Ich würde sagen, wir machen erstmal Bildung. Bringt ja auch Assimilierung, auch nicht so schlecht für uns. Und ich glaube, das reicht nicht, um auch Gesetzeshüter zu machen. Gesetzeshüter ist erst interessant, wenn wir wirklich Aufruhr haben. Haben wir noch nicht, dann allerdings brauchen wir Gesetzeshüter. Dann habe ich mir Handel noch mal ein bisschen angeschaut und da ist mir eine Sache aufgefallen, hier bei der Artillerie. Da wird ja rausgekauft, da werden wir hier mal ein bisschen auf Exportzölle gehen. Und bei der Produktion ist mir noch eine Sache aufgefallen, hier bei den Glashütten. Wir haben nämlich hier die Möglichkeit, noch auf Bleiglas zu gehen. Wir haben sowieso günstig Blei und insofern produzieren wir dann ein bisschen Glas. Der Glaspreis ist auch schon gestiegen. Soweit dazu. Okay, prima. Ja, dann gucken wir mal, wie schnell oder langsam das geht mit der Geheimpolizei und machen hier erstmal weiter. Ah ja, durch die Gesetzesänderung gibt es jetzt auf jeden Fall eine Verbesserung bei den Streitkräften. Die sind loyal und wir haben diese super Auswirkung. Und die Intellektuellen allerdings, die sind jetzt unzufrieden durch die Aktion geworden. Ja, aber wir haben sie noch nicht auf Marginalität runtergedrückt. Insofern zählt jetzt ihr Effekt, was Prestige betrifft. Aber wir sind Gott sei Dank noch sicher, denke ich, im Bereich der Großmächte. Ja, ich hoffe auch, dass das so bleiben wird. So, unproduktive Handelsrouten haben wir auch. Wein aus Frankreich, okay. Das muss natürlich beendet werden, denke ich mal. Die Frage ist, wie sieht es denn aus mit dem Weinpreis allgemein hier bei uns? -11%, wo kommt denn der ganze... Okay, wir produzieren selber genug Wein. Keine Ahnung, warum wir überhaupt importiert hatten. Wahrscheinlich war der noch viel günstiger als das, was wir produzieren können. So, jetzt schaut mal hier, Beziehung abgebrochen, oh, hervorragend, na, das passt doch, passt auf. Dann werden wir jetzt diese Rivalität beenden. So, jetzt haben wir, hatten wir nicht eben plus 600? Jetzt haben wir nur plus 80? Hat das so viel gebracht? Ja, okay, gut, dann machen wir aber diese Rivalität. Wobei, im Moment bräuchten wir es eigentlich gar nicht, ne? Im Moment bräuchten wir es nicht. Wenn wir es brauchen, dann sind die Osmanen unsere Rivalen, würde ich sagen. Gehen wir so vor. So, wir warten jetzt alle sehnsüchtig auf den Fertigbau der Papierfabriken. Was man als nächstes allerdings, das kann ich jetzt schon sagen, was wir brauchen, weiterhin... Achso, Werkzeugverbindung habe ich schon drin, ne? Dann warten wir da erstmal ab. Und was auch noch gut kommen würde, wären weitere Seidenplantagen. Tatsächlich Seide, sehr begehrt. Machen wir, glaube ich, einen guten Exportschnitt. Ich muss mal ganz kurz gucken, habe ich Seide auch hier korrekt? Ja, habe ich. Wunderbar, also da haben wir auch unsere Exporteinnahmen. Ich schaue mir mal ganz kurz an, wie viel verdienen wir eigentlich durch Zölle? 7.400 und da vor allem durch die Eisenexporte. Das ist doch okay. Und durch den Import von Holz und Zucker. Ja, ist doch in Ordnung. Und Seide, was bringt uns Seide? Nur 115. Da habe ich jetzt ein bisschen mit mehr gerechnet. Naja, wollen wir mal nicht meckern, nicht wahr? So, sehr schön finde ich hier immer diese Schnellansicht. Ja, also Papier ist das nächste große Ding. Aber wenn wir die beiden Papierfabriken haben, dann dürften wir auch wieder unsere Gebäude dort umstellen auf die anderen Aktenschränke. Das ist auch schön. So, mit den jüngsten Investitionen in die Steiermark hat die Rohstoffindustrie dort ein positives Saldo für Bleiminen erzielt. Interessensgruppen haben es eilig, die Ehre dafür zu beanspruchen. Wir sprechen oft über den Fortschritt, den wir durch harte Arbeit erreicht haben. Dieses Leid hat nun zu diesem freudigen Anlass geführt. Viel zu oft bleiben jene unerwähnt, die uns bis hierher gebracht haben. So, und das ist natürlich, da gibt es gar keine Frage, natürlich die österreichische Aristokratie, die uns hierhin gebracht hat, ganz klar. Da wollen wir gar nicht diskutieren. So, ich sehe gerade, wir haben eine Papierfabrik schon fertig. Und wer Vitus von Tegetow, die Gewerkschafter, okay, die waren ja, die haben uns gar nicht angeschaut, weil die komplett marginal waren. Irrelevant.
Jetzt schauen wir aber mal hier die Entwicklung des Papierpreises uns an. Und das hat jetzt noch nicht so viel gebracht. Wow. Aber hier wird doch nicht rausgehandelt, oder? Nee. Boah. Okay, insofern ist halt die Frage, ob das überhaupt reicht. Ob wir noch mal die Papierproduktion aufstocken sollten. Also Werkzeug brauchen wir auch mit Sicherheit. Seidenplantagen habe ich schon. Na, wir warten mal ab. Diese eine Woche warte ich noch mal ab und dann gucken wir mal, wie es dann aussieht. So, wir sind jetzt hier auf Maximum. Ein Diplomatiespiel hat begonnen, aber nicht bei uns. Oh, die ägyptisch-osmanische Krise. Aha. Ja gut, das interessiert uns natürlich doch. So, wir sind jetzt beim Papier bei 32%. Ja. Gut. Das bedeutet aber, wir müssen definitiv noch weitermachen. Definitiv. Und man kann sich fast schon ein bisschen überlegen beim Papier, ob man technologisch da nicht mal was überlegt. Sulfidbrei. Was benötigt man dafür? Mechanische Werkzeuge. Muss ich mir mal merken, dass das vielleicht schon mal eine lohnenswerte Sache ist, als übernächstes anzustreben. Aber erstmal gucken wir noch, ob wir hier bei der Regierung ein paar Aktenschränke ändern können. Das ist eigentlich mein Lieblingsfeature. Regierungsverwaltung. Ah, wir haben schon fast alles. Hier unten noch nicht. Ne, das sind schon die modernen, ne? Oh Gott, ja, okay. Von wegen, wir haben fast alles. Ja, also wir gucken mal. Wir gucken mal, wenn wir jetzt alles ändern, ob wir da in den Mangel gehen oder ob es gehen würde. Es würde gehen. Wir gehen auf 52,5. Das ist okay. Die nächste Papierfabrik ist ja schon in Sicht. Machen wir das mal komplett weg. Hervorragend. So, und damit haben wir Zentralarchive erfolgreich abgeschlossen. Na, sehr schön. Ja, der Einsatz von Aktenschränken in Regierungsverwaltung hat die Effektivität der Staatsbürokratie verbessert. Die Zukunft liegt nicht darin, wie ein Vogel zu fliegen oder im Brüllen mit den Zügen. Nein, die Zukunft liegt in der Ablage. So sieht's aus. Wir können 5 Jahre lang 5% Bürokratie bekommen. Oder Ausweisdokumente. Ausweisdokumente. Ist das in Reichweite? Ausweisdokumente? Ja. Ausweisdokumente finde ich auch toll. Wir machen das. Haben wir schon mal 3000 Punkte dafür. Und jetzt bin ich mal sehr, sehr, sehr gespannt. Haben wir noch mangelnde Besteuerungskapazität? Ja, aber ganz wenig nur noch. Wir kommen der Sache immer näher. Und dadurch kann man aber jetzt schon sagen, dass wir jetzt erstmal auf absehbare Zeit am Maximum sind. Minus 20% haben wir hier. Okay, also ich werde in Böhmen dann entsprechend nochmal weitermachen mit der Regierungsverwaltung. Ebenso. Und wir brauchen noch mehr Papier. Hilft nichts. Papier muss auch noch weiter her. Und ich würde fast sogar sagen, das hat hier sogar nochmal Vorrang vor den Seidenplantagen. So, gut. Dann, was ist hier los in der ägyptisch-osmanischen Krise? Der Versuch des Osmanischen Reiches Ägypten, die Kontrolle über die Levante abzuringen, ist zu einem internationalen Zwischenfall geworden. Unsere Beteiligung könnte die Machtverhältnisse in der Region entscheidend beeinflussen. Ich bin mir nicht sicher, warum wir jemals ein Interesse am Mittleren Osten haben sollten. In jenen fernen Ländern gibt es kaum etwas von Interesse. Wüstensand, ein Ödland. Okay, wir können Arabien zum erklärten Interesse hinzufügen oder wir haben keinerlei Interesse an dieser Krise. Ehrlich gesagt haben wir konkret kein Interesse, jetzt in einen Konflikt hineingezogen zu werden. Wir haben selber 2,17 Millionen Radikale. Nee, natürlich finden wir es gut, wenn das Osmanische Reich geschwächt wird, aber da werden wir nicht aktiv eingreifen und wir werden auch jetzt nicht unsere Strategieregion ändern. Nein, da sind wir jetzt erst einmal nicht mit dabei. So weit, so gut. Teure Regierungswaren sind immer noch Papier und Werkzeuge, aber wie gesagt, daran arbeiten wir ja gerade fleißig. Aber erstmal kommt die Lebensmittelindustrie. Ja, Papier ist teuer, das wissen wir. Okay. Die Briten haben die Osmanen zum Rivalen erklärt. Das wollen wir vielleicht auch noch machen.
wenn es dann notwendig wird. Und hier habe ich mir überlegt, wir werden jetzt hier mal komplett auf Lebensmittelproduktion gehen. Und natürlich Süßungsmittel, das ist völlig richtig. Und das müsste eigentlich dazu führen, dass der Lebensmittelpreis anständig sinken dürfte, würde ich mal schätzen. Ja, wir sind bei 23, ah gut. So viel stellen wir dann hier doch nicht her, um den Preis substanziell zu reduzieren. Leicht gesunken. Aber wir sind ja auch noch nicht beim Maximum Mitarbeiter. 21,9 finde ich noch unbefriedigend. Wir müssen gleich nochmal eine Stufe mehr ausbauen. Und das, obwohl wir wirklich hier nur das machen. Getreide ist Gott sei Dank günstig. Zucker ist nicht ganz so günstig. Da müssten wir vielleicht was tun. So, jetzt ist erstmal die Protestbewegung hat sich aufgelöst. Das ist immerhin nicht schlecht. Das ist nämlich auch ein kleiner Faktor, warum es Radikale gibt. Aber in unserem Falle tatsächlich nur ein kleiner. Die meisten kommen durch Diskriminierung. 1 Million. Und es werden immer, immer, immer mehr. Aber ich habe das Gefühl, das Wachstum wird etwas, flacht sich etwas ab. Aber vielleicht ist es auch nur meine Hoffnung. Und der Eisenpreis ist schon wieder ganz schön gestiegen. Und wir haben ein bürokratisches Defizit. Was? Hä? Bei 692 plus? Wenn wir das haben, 349 abgezogen, wieso haben wir ein bürokratisches Defizit? Das ist doch Quatsch. Ne? 349 pro Investitionsstufe? Ich kann es mir nicht vorstellen. Und das haben wir noch gar nicht in Auftrag gegeben. Ach so! Die meinen möglicherweise, wenn Geheimpolizei beschlossen wird, dann kriegen wir eine neue Institution und dann ist das möglicherweise zu wenig. Ja, das kann sein. Das kann sein. Okay, das will ich nicht ausschließen. Na, mal sehen. Aber noch sieht es ehrlich gesagt nicht so aus, als würde das so beschlossen werden. Seidenpreis geht runter. Okay, ja, kein Problem. Und, nebenbei zwei andere Sachen freigeschaltet. Na, hervorragend. Haushaltsbefugnisse erlaubt Kapitänen, selbst Käufe vorzunehmen, sodass autonomere und effektivere Flotten entstehen. Erhöht die Marinebasis-Maximalstufe. Hilft uns das eigentlich bei der Marinebasis? Das müssen wir gleich mal überprüfen. Verbessert das irgendwas Relevantes? Ich weiß es gar nicht. Das gucken wir mal. Wo haben wir unsere Marinebasis? Ich glaube in Triest. Gucken wir es mal direkt hier nach. Also, das führt zu... Oh ja, natürlich. Plus 5 Offensive, Defensive kostet auch so gut wie nichts. Insofern können wir das auch direkt umstellen. So, sehr schön. Nächstes Thema. Intensiver Ackerbau freigeschaltet nebenbei. So, ne? Wenn wir die Nahrungsmittelproduktion in die industriellen Versorgungsketten einreihen, wird es möglich, noch größere Erträge zu erzielen. Und das ist jetzt interessant. Erstmal, Chemiefabriken werden freigeschaltet für Dünger. Ja, denn Dünger braucht man, um das jetzt nutzen zu können auf den Roggen, Weizen, Reis, Mais und Hirsefeldern und auf den Viehhöfen. Und da stellt sich die Frage... Ist das für uns im Moment nötig? Ich muss mal ganz kurz gucken. Also auf den Viehhöfen produzieren wir was? Wir gehen mal in einen rein. Tuch und Fleisch. Und die Preise sind völlig in Ordnung. Da brauchen wir überhaupt noch nichts tun. Auf den Weizenfeldern produzieren wir im Moment überall selber Wein und Getreide. Auch da ist alles im grünen Bereich. Und auf den Roggenfeldern produzieren wir überall Spirituosen und Getreide. Spirituosen ist bei plus 9,7%. Das wäre zum Beispiel der erste Bereich, aber ich bin nicht sicher, hat das auch darauf Auswirkungen? Nee, das hat nur leider Auswirkungen auf das Getreide selbst. Ja, also bei Getreide könnten, also okay, das können wir uns merken. Wenn Getreide teuer wird, dann können wir über die Düngerproduktion da was tun. Aber im Moment nützt es uns meines Erachtens nicht. Okay, das können wir dann abhaken. Jawohl. So, ich hatte, glaube ich, gerade mich gefreut, dass die Papierfabriken jetzt hier zu Ende gebaut sind. Und wir müssen überlegen, die Balten, warum schwindet da das Interesse? Haben wir weniger Interessensgebiete zur Verfügung?
Warum ist das weggegangen? Wir haben sehr... verstehe ich nicht. Keine Ahnung, was da passiert ist. Habe ich aus Versehen was weggeklickt? Ich weiß es nicht. Naja, wir wollen da aber Interesse haben. Insofern habe ich das jetzt nochmal erneuert. So, ich war gerade dabei zu gucken, ob das jetzt mit dem Papier hier reicht oder nicht. Hatten wir nicht gerade neu gebaut? Ja, aber der Preis ist immer noch viel zu hoch. Hm. Naja, dann wird weiter ausgebaut. Papier. So, was haben wir hier? Landbewohner, wo Zwietracht herrscht. Eine einflussreiche Fraktion, nämlich die Landbewohner, ist verdrossen darüber, dass sich die anderen Mitglieder gegenüber der Geheimpolizei neutral zeigen. Sie selbst unterstützen das Gesetz und haben nun den Entschluss gefasst, eine eigene politische Fraktion zu bilden, um es zur Verabschiedung zu bringen. Ja, sehr gut, sehr gut. Ich hoffe, das hilft uns. Wie können Sie alle nur untätig herumstehen und dabei zusehen, wie sich die Welt weiterdreht? Haben Sie denn gar kein Ärgergefühl oder ein Gefühl der Verpflichtung gegenüber Ihren Mitmenschen? Ich sage nein zu einem solchen Mangel an Ambition und wage die Behauptung, dass ich damit nicht allein bin. So, was bedeutet das? Vorteilhafte Querelen bringen uns plus 15%. Die kriegen zwar Mitgliederflucht, interessiert uns nicht, oder? Oder wir kriegen plus 10%. Und die Streitkräfte bekommen ein Mitgliederzustrom. Aber es ist für uns jetzt gar nicht so entscheidend. Ich will das jetzt so schnell wie möglich haben. Nehmen wir die 15% mit, würde ich sagen. Sind wir bei 24%. Das ist doch anständig. Hervorragend. Gut, da sind wir immer noch bei der Regierungsverwaltung. Natürlich, wenn die gebaut wird, werden wir wieder mehr Papier verbrauchen. Mehr. Okay, die Sache mit Frankreich hat sich jetzt erstmal erledigt. Die Frage ist, ist mit Frankreich eigentlich diplomatisch jetzt noch irgendwas möglich? Ein Handelsvertrag wäre möglich, aber ich glaube nicht, dass wir das wollen. Was haben wir für Routen? Ja, nur so eine kleine. Nee, nee, das brauchen wir nicht. Das machen wir auch nicht. Einvernehmlich und herzlich. Das sieht man auch gerne. Okay, das gibt uns auf jeden Fall auch Freiraum. Ich glaube, wir brauchen diese Rivalität gar nicht. Sehr, sehr gut. Bayern im Übrigen. Oh, was sehe ich denn hier? Bayern würde wechseln in unsere Zollunion. Aha. Ich würde sagen, das lassen wir uns nicht entgehen, oder? Da gucken wir uns überhaupt mal an. Ist da noch mehr möglich? Diplomatieaktion. Zollunion zu unserer wechseln. Sachsen würde nicht annehmen. Bayern würde annehmen. Also wir könnten natürlich Gefallen rausgeben. Das will ich aber nicht. Bayern würde ohne Gefallen reinkommen. Das ist natürlich jetzt so eine Sache, weil Bayern produziert sich ja nett auch was. Das ist so ein bisschen doof, dass man nie so richtig sehen kann, was man da eigentlich jetzt sich einsackt. Aber man kann es so ein bisschen erahnen. Ne? Ich meine, sie haben auch Bleimin, Eisen und Kohle ist auch ganz gut dabei. Glashütte. Ja, das wird jetzt den Markt ein bisschen durcheinander werfen. Aber warum ist denn da eigentlich Verwüstung? Ist da irgendwie ein Krieg im Gange? Was ist denn hier los in Sachsen? Keine Kriege. Vielleicht irgendwelche Ereignisse, die wir nicht mitbekommen haben. Leute, wir machen das. Wir werden sie zu unserer Zollunion wechseln lassen. Das ist auf jeden Fall ein schöner Garant für ein schönes föderales Deutschland. Für einen schönen föderalen Deutschen Bund. Also bestätigen wir das. Und ich bin gespannt. Wollen wir mal kurz unseren Markt jetzt angucken? Mal so ganz grob. Papier, Kunstwerke, Luxusmöbel. Und hier unten. Na, mal sehen, was das für Auswirkungen hat. Okay, begonnen. Wahrscheinlich kriegen wir noch eine Antwort, oder? Sind die schon drin? Ja, sie haben ja gesagt. Uiuiuiui. Na, dann gucken wir uns das mal an, was das jetzt bedeutet im Einzelnen. Also, plötzlich gibt es, die haben echt schon Nachfrage nach Transport. Ja, wir haben ja noch keine Eisenbahn.
das müssen wir jetzt einfach mal ignorieren. Es sind auch nur acht Leute, die es wollen. Papier ist vermutlich jetzt wieder angestiegen. Kleidung scheint es in Bayern relativ wenig gegeben zu haben. Das heißt, da müssen wir noch was tun. Papier ist ja eh schon in Arbeit. Aber wisst ihr was? Ich glaube, wir müssen noch mehr machen mit Papier. So, Kleidung ist auch ein Thema. Da können wir gleich mal gucken. Hier haben wir, glaube ich, relativ große Fabriken in der Lombardei. Und weil da schon 5 sind, werde ich sie dort auch... Oh, wartet mal. Ach nee, das ist... Ja doch, wir können auch über Färbereien das lösen. Ah, ist ja überhaupt kein Problem. Jetzt die Frage, machen wir das auch hier? Ja. Wir könnten das allgemein über Färbereien lösen. Aber wir sehen, wir haben zu wenig Färbemittel. Färbemittel müssen wir aber dann importieren. Das kriegen wir schon hin. Machen wir das mal. Dann lösen wir das Kleidungsproblem schon mal direkt. Okay, da brauchen wir nichts bauen. Aber das ist jetzt zum Beispiel so eine Sache, die wir importieren müssen. Und zwar gucken wir mal, wo wir das herkriegen. Aus dem britischen Markt oder aus dem niederländischen Markt? Ja, holen wir uns das aus dem britischen Markt. Warum nicht? Und gucken wir mal, ob das dann mit dem Kleiderpreis... Ja, das kommt gut hin. 8%, hervorragend. Okay. Investitionsstufe für Bildung ist auch erhöht worden. Super. So, am Papier arbeiten wir 2-mal. Transport können wir jetzt erstmal noch nicht leisten. Der Rest ist hier bei den Grundmitteln in Ordnung. Hier interessant, Blei ist jetzt zum Thema geworden. Werkzeug dürfte gerade gemacht worden sein. Färbemittel startet die Route. So, Blei. Kurz checken. Bleiminen. Ja, sieht mir nach einem klaren Ausbauprojekt aus. Wir schauen mal hier. Was ist hier los bei den Lebensmittelfabriken? Die sind nicht... Oh, Zucker ist plötzlich jetzt teuer geworden. Ja, das ist nämlich der nächste Reiter, den ich überprüfen wollte. Nee, eigentlich hätten wir... Nee, doch hier. Zucker. Zucker ist ein Problem, aber wir wissen ja, Zucker... Ah, komm, wir gehen mal auf Exportzölle. Wir wollen da keine Importzölle haben. Zucker gibt es eigentlich in Russland auch, ne? Aber das ist nicht so viel. Das hier scheint mir interessanter zu sein im spanischen Markt. Da können wir den Zuckerpreis richtig senken. Okay. Gut. Weiter checken. Bilder sind teuer geworden. Ja, das ist gut. Zucker. Okay. Waffen. Plus 21% ist gerade noch so im Bereich, wo ich sage, okay, damit kann man leben. Es gibt hier aber auch Handelsrouten raus. Da machen wir mal ein bisschen Exportzoll. So. Ja, ich würde mal sagen, das ist jetzt erstmal eine schöne Entwicklung hier mit diesem bayerischen Markt. Prima. Ein paar Anpassungsleistungen sind nötig, aber ist in Ordnung. Ausgaben sind jetzt drastisch gestiegen, weil bestimmte Vorprodukte können weitere erklärte Interessen unterhalten. Warte, wieso? Okay, irgendwas scheine ich hier missverstanden zu haben. Ach so, kann es sein, dass wir was entfernt bekommen haben? Dass wir was hatten? Norddeutschland ist das Interesse entfernt. Ja, das nehmen wir natürlich rein. Das ist natürlich ganz wichtig. Nee, Quatsch, das war schon. Ich habe es missinterpretiert. Ich weiß nicht, was hier los ist, warum diese Entwicklung so ist, wie sie ist. Gut. Gibt es noch irgendwo ein Interessensgebiet, das für uns interessant sein kann? Vielleicht mal Amerika, damit da auch ein Handel möglich ist. Das ist immer ganz nett eigentlich. Machen wir es mal so. Gut, der nächste Ausbau ist die Lebensmittelfabrik.
Wobei ich gar nicht weiß, ob das eigentlich noch so richtig aktuell ist. Ja, plus 20% kann man schon machen, ne? So, Geheimpolizei bei 24%. Das dauert aber, ehe der nächste Tick kommt. Und wir kriegen wieder ein Eisenproblem. Wobei mit 22% kann man eigentlich damit leben. Eine Leinwand der Ideen. Den Intellektuellen fällt es schwer, günstiges Papier zu finden, auf dem sie ihre Gedanken verewigen können. Ja, wir arbeiten dran. Das einzig Positive an diesem erbärmlichen Zustand ist, sagt der Professor mit einem verärgerten Seufzer, dass jemand, der sagt, eine Idee sei das Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben steht, es wenigstens ernst meint. Papierimport kriegen wir. Ich will aber nicht importieren. Ich mache das trotzdem mal, weil ich daran interessiert bin. Was ist das für ein Quatsch? Okay, wir müssen eine Handelsroute einführen. In 20 Monaten, sonst verlieren die Intellektuellen Zustimmung. Ich will aber nicht Papier importieren, ich will es selber produzieren. Wir werden das ignorieren, diese Forderung. Kriegen wir eben die 2% Abzug. Was soll's? Die werden doch hoffentlich sowieso bald marginalisiert sein, oder? Bei 9% liegen sie. Na, werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. Vermute ich mal. Okay. Tja, liebe Leute, das war ja schon, ich würde mal sagen, ein erster kleiner außenpolitischer Erfolg, dass Bayern in unseren Markt gekommen ist. Ja, ich sag mal, ökonomisch ist das immer gar nicht so sehr eine Stärkung, weil die tendenziell ein bisschen langsamer sind beim Ausbau ihrer Wirtschaft. Aber politisch-diplomatisch ist das eine Stärkung. Wir gucken mal, ob hier irgendwas passiert ist. Liberale Reform, Gleichgewicht konservativ, nö. Hier hat sich nichts geändert. Das ist doch schön. Aber hier hat sich was geändert. Wir sind jetzt bei schlappen 3 Millionen Radikalen. Ich bin gespannt, in welcher Form das dann irgendwann zum Tragen kommt. Ich vermute mal, die Gefahr sind dann diese Sezessionsbewegungen. Das wird das große Thema sein. Na, mal sehen, ob wir dem irgendwie Einhalt gebieten werden können. Die Geheimpolizei könnte dabei ein bisschen helfen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.